Sie konnten bereits aus der Presse und aus den Medien entnehmen, dass sich der FC mit namhaften Akteuren verstärkt hat. Und diese Verstärkungen werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen und mit jedem ein Kurzinterview führen. Walter Kirschner, ich darf dich recht herzlich zur Pressekonferenz des FC Tübingen willkommen heißen. Ich darf den Walter kurz vorstellen. Und zwar, Walter ist in Rottermünster geboren, 22 Jahre alt. Der Innenverteidiger kommt ebenfalls von Wacker Burghausen und absolvierte in dieser Saison bereits 13 Spiele für den Regionalligisten. Seine Jugendausbildung genoss er in Niederbayern bei den Vereinen Auenkirchen, Aldersbach und Aidenbach, bevor er nach Burghausen wechselte. Der 1,84 große Innenverteidiger ist kopfballstark und kann mit beiden Füßen was anfangen. Walter, auch bei dir die Frage, warum der FC Tübingen? Mir haben sich einfach hier die Perspektiven geboten. Beim SV Wacker, wie jeder weiß, kam ich mit dem Trainer Herrn Wolf nicht ganz so klar. Und da stand für mich eigentlich fest, dass ich wechseln werde. Und dann kam auch relativ schnell der Klaus auf mich zu. Und dann war für mich klar, okay, der FC Tübingen, das ist mein neuer Verein. Hier wird professionell gearbeitet und ja, auch die Mitspieler, die kenne ich schon lang, die ich auch beim SV Wacker schon hatte. Und ja, das war eigentlich der Grund. Vielen Dank. Du hast gesagt, der Klaus kommt auf dich zu. Wie hat es bei dir ausgeschaut? Ist das ein Telefonat? Ist das ein SMS? Wie lang im Vorfeld wird sowas vorbereitet? Wie empfandst du die Gespräche zur Kontaktaufnahme? Als das feststand, dass der Herr Wolf wieder Trainer wird, ist der Klaus sofort auf mich herangetreten und hat mich eben dann angerufen. Und so haben wir uns relativ schnell getroffen und schnell dann zum Vertragsabschluss gekommen. Ja. Wie siehst du denn jetzt deine Perspektive hier beim FC? Sind ja doch nochmal zwei Klassen tiefer in der Landesliga Südost, wo der FC momentan zu Hause ist. Welche Perspektiven hast du jetzt für die Rückrunde? Es sind ja doch 11 Punkte zum zweiten Platz nach oben. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, wie schaut es aus mit nächstem Jahr? Also ich denke, dass wir nicht mehr lange in der Landesliga sind. Ich glaube, dass jetzt 10 Punkte Abstand sind zum Relegationsplatz, Hallbergmoos, wenn mich nicht alles täuscht. Von dem her ist in der Rückrunde, könnte mit viel Glück der große Sprung noch gelingen. Und wenn nicht, dann nächstes Jahr. Also wir haben eine starke Mannschaft. Natürlich muss sich die Mannschaft jetzt erst finden in der Rückrunde, das ist auch klar. Aber ich denke, dass wir da schon positiv in die Zukunft starten können und dann nächste Saison richtig angreifen. Auch bei dir eine Frage aus dem Netz, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Da fragt der Thomas, hast du schon mal eine rote Karte bekommen? Nein, habe ich noch nicht. Also, was ist denn das für Abwehrspieler? Ich habe etliche gelbe Karten gesammelt, aber zur roten Karte ist er nicht gekommen. Vielen Dank. Auch hier möchte ich meiner Tochter die Antwort nicht schuldig bleiben. Bist du in festen Händen? Ja, ich bin glücklich vergeben. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich wünsche dir auch einen guten Saisonauftakt am 5. Februar, ein gutes Training und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.